der Beweis? Das ist die erste Frage, dass Paulus von Gott inspiriert war. Ich bringe nicht ganz viele Punkte, ich bringe nur einige Punkte. Ist die Heilsgeschichte. Wir haben schon gesagt, dass Gott laut christlicher Doktrin als Mensch Jesus auf die Welt gekommen ist, als der Sohn, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Es gibt keinen anderen Weg, zu Gott zu kommen, außer, dass man daran glaubt, dass man den Opfertod Jesus annimmt. Laut Römerbrief 6, dass man sich auf den Tod Jesus taufen lässt. Deswegen, wie der Bruder eben gesagt hat, in der katholischen Kirche war es so gewesen, mittlerweile hat man einige Veränderungen gemacht, dass es Nottaufen gab. Das heißt, die meisten, glaube ich, sind hier evangelisch. Das heißt, wenn ein Kind zu früh geboren wird, hat man eine Nottaufe gegeben, weil ansonsten hat man gesagt, kommt es in die Hölle. Das ist auf der Synod in Karthago bestimmt worden. Weil, wenn man sagt, es gibt nur einen Weg zu Gott, das ist, dass ich daran glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist, dann hat man ein Problem mit jemandem, der gar nicht daran glauben kann. Man hat drei Wege. Entweder man sagt, und ich würde, das ist meine zweite Frage, die ich stelle, was ist mit denen, die nie was von Jesus gehört haben? Ja? Meiner Meinung nach hat man drei Antworten. Entweder man sagt, Gott ist barmherzig, die, die nichts von ihm gehört haben, kommen auch ins Paradies. Dann war der Opfertod Jesus nicht nötig gewesen. Oder wir sagen, es widerspricht dem Alten Testament, das würde der Bibel widersprechen. Oder wir sagen, die Menschen damals sind auch ins Paradies gekommen, weil sie die Voraussagen auf Jesus schon kannten und dadurch daran geglaubt haben, dass irgendwann jemand für ihre Sünden stirbt. Aber wir sehen im Neuen Testament, dass die Jünger und alle Leute, die drumherum waren, nicht wussten, wovon Jesus redet. Und wir wissen auch, dass die Propheten laut Bibel nur in diesem unteren Kreis gekommen sind, nicht auf der ganzen Welt. Wir haben es aber auch mit Eskimos und so weiter zu tun. Das ist die zweite Frage. Das dritte, was mich beschäftigt, ich mache nur 5 Fragen, inshallah. Das dritte, was mich beschäftigt, ist, die Geschichte ist ja so, man kommt schnell in diesen Gedanken rein, dass man sagt, man hat es mit dem Richter zu tun, dem Vater, und vorhin sind die Kriminellen. Ja, jetzt, Gott liebt die Kriminellen und opfert seinen Sohn dafür, aus Liebe für die Kriminellen. Die erste Sache, wenn wir die ersten drei Evangelien sehen, und das ist nicht das, was ich sage, sondern was Bibelwissenschaftler gesagt haben, sehen wir, dass Jesus nicht sterben wollte. Wir sehen, dass Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, auf den Boden gefallen ist und zu Gott gebetet hat, dass dieser Kelch an ihm vorübergeht. Das hieße, dass Gott seinen Sohn reinschleppen lässt, der gar nicht sterben will für die Menschen. Jetzt kommt das Johannesevangelium. Im Johannesevangelium, ganz anderes Bild. Im Johannesevangelium, 5 Fragen. Im Johannesevangelium findet man von Anfang an die Geschichte, das Lamm Gottes, dann am Ende, als sie ihn gefangen nehmen wollen, er flüchtet nicht, sondern er stellt sich selber und er betet nicht. Und am Kreuz, als er gestorben ist angeblich, sagt er nicht wie die anderen drei Evangelien, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern er sagt, es ist vollendet. Und das Johannesevangelium ist als letztes geschrieben worden. Was ich frage, wenn wir ein Losopfer haben müssen, loskaufen müssen, von Gott, ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Sünde kann nur vergeben werden dadurch, dass jemand anderes für mich die Strafe übernimmt, wo das Opfer für mich übernimmt, das ist keine Vergebung. Wenn mir einer zum Beispiel was schuldet, 30 Euro, und ich sage, ich sage zu ihm, weißt du was, behalte die 30 Euro für dich. Das heißt, ich habe ihm die 30 Euro vergeben. Aber wenn ich zu ihm sage, du musst mir die zurückzahlen, dann ist es keine Vergebung. Das heißt, wo ist die Vergebung? Ist meine Frage. Dann als viertes, wenn ich jemanden frage, einen Christen frage, wie komme ich ins Paradies, dann muss er zu mir sagen, ganz deutlich, wenn er zu mir sagen würde, du musst schon die 10 Gebote halten, reicht, gute Werke tun, das wäre Verrat. Das wäre Verrat der Botschaft.
Weil er muss mir sagen, du musst daran glauben, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Ansonsten hat er die Botschaft nicht rübergebracht. Ich habe da mit einigen Baptisten, Evangelikalen drüber geredet. Ist so. Immer dieselbe Antwort. Okay, kein Problem. Dann frage ich dich, zur Zeit von Jesus, wer war der Beste, den man fragen konnte, wie man ins Paradies kommt? Wer? Jesus, oder? So. Dann gucken wir in Markus-Evangelium, Kapitel 10, Vers 18. Dort steht, es kommt ein Mann zu Jesus und sagt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was sagt er? Was müsst ihr jetzt sagen? Ihr müsst sagen, ganz einfach, glaube, dass ich bin der inkarnierte Gott, glaube, dass ich für deine Sünden gestorben bin. Was sagt Jesus? Er sagt, was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Dann sagt der Mann, das habe ich alles schon getan. Dann sagt er, dann verkaufe all deinen Besitz, weil eben der Mann hat gesagt, das Christentum verlangt nicht so viel von einem, und zieh mit mir mit. Dann sagt er, das kann ich nicht. Dann sagt Jesus, ein Reicher kommt nicht eher ins Paradies wie ein Kamel durch ein Nadelöhr. Also mit anderen Worten, der Mann wird in die Hölle gehen. Ich frage, Matthäus 10, Vers 18, warum hat Jesus nicht zu ihm gesagt, glaube, dass ich für deine Sünden sterbe? Dann, wenn ich dazu verpflichtet bin, an die Trinitätslehre zu glauben, und wir sehen im ganzen Alten Testament keinen einzigen kein eindeutiges Indiz dafür, dann muss das klar und deutlich sein. Ich frage jeden, der hier sitzt, er soll mir einen einzigen Vers geben aus der Bibel, aus den vier Evangelien, wo Jesus sagt, wie im Alten Testament, ich bin der Herr, dein Gott, diene mir. Ohne Missverständnisse, ohne drumherum, sondern wo er sagt, er ist Gott. Und ich frage, wenn die Botschaft deutlich machen sein muss, was ist dann mit solchen Versen wie Markus 10, Vers 18? Was ist mit einem Vers wie Markus 13, Vers 32, wo Jesus gefragt wird, wann ist der jüngste Tag? Und er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur wer, der allmächtige Gott. Ich weiß, was darauf eine Antwort gibt. Die Antwort ist, Jesus hat durch sein Menschwerden etwas von seiner Göttlichkeit abgegeben. Kein Problem. Ich frage, was ist mit dem Heiligen Geist? Denn hier wird gesagt, nur der Vater weiß es. Der Heilige Geist hat ja nichts von seiner Gottwerden abgegeben. Dann, Johannes 5, Vers 30. Was steht dort? Dort steht, ich kann nichts von mir selber aus tun. Ist Gott derjenige, der nichts von sich selber aus tun kann? Als Jesus gebetet hat, zu wem hat er gebetet? Zu Gott. Das heißt, die Botschaft ist nicht eindeutig und Jesus hat kein einziges Mal. Man kann mir einen Vers bringen aus der Bibel, wo Jesus sagt, er ist Gott, wenn man daran glauben muss. Dann will ich einen, die Stelle, vergibt Gott Sünden nur durch Blut?